Willkommen bei Transfermarkt TV. Die Bayern haben ein Auge auf Juves Rodrigo Bentancur geworfen. Das Problem dabei, die alte Dame möchte gerne tauschen und im Gegenzug Leon Goretzka verpflichten. Spannendes Gerücht. Und wir haben später in der Sendung auch noch ein ebenso spannendes Background-Thema. Und zwar geht es da um fußballspielende Väter und Söhne. Wir beginnen aber mit unserer Gerüchteküche und da auch gleich mit dem ersten großen Namen. Und zwar ist das Erling Haaland von Borussia Dortmund. Das spanische Medium Sport berichtet, dass der FC Barcelona dem Umfeld des norwegischen Stürmers schon mitgeteilt hat, dass er das Transferziel Nummer 1 für den Sommer sein soll. Die Spielerseite, die hört sich derzeit allerhand an. Angeblich sollen ja auch Real Madrid und Manchester City heiß auf Erling Haaland sein. Und ab April will man dann offensichtlich mit einem Entscheidungsprozess beginnen. Der BVB soll laut ESPN ja 180 Millionen Euro Ablöse fordern. Laut France Football hat Dortmund auch selber ein Auge auf einen möglichen Neuzugang geworfen, und zwar Mike Maignan, der 25-jährige Keeper vom OSC Lille. Der wurde bei PSG ausgebildet und hat internationales Interesse geweckt, denn auch Tottenham soll interessiert sein. Wir haben mal ein paar Daten und Fakten über Mike Maignan zusammengetragen. 25 Jahre ist er alt, sein Marktwert liegt bei 20 Millionen Euro. In 40 Spielen immerhin 18 Mal zu 0 und nur 34 Gegentore, das kann sich sehen lassen. Aber es gibt auch einen weiteren Bericht. Laut den Ruhrnachrichten hat die Suche nach einer neuen Nummer 1 bei Dortmund nicht die höchste Priorität. Dem Bericht zufolge soll es ab Sommer einen offenen Kampf zwischen Roman Bürki und Marvin Hitz geben, um den Posten der etatmäßigen Nummer 1. The Athletic berichtet, dass Ibrahima Konaté vor einem Wechsel zum FC Liverpool steht. Die Ausstiegsklausel des Innenverteidigers soll 40 Millionen Euro betragen. Das wäre aktuell 5 Millionen über Marktwert. Konaté war ja zuletzt auch häufiger verletzt. Bitter für Leipzig wäre einerseits, dass man nach Dayo Upamecano den nächsten Top-Innenverteidiger verlieren würde. Aber doch ist das Ganze vorstellbar, da man ja auch schon den ein oder anderen jungen Innenverteidiger verpflichtet hat, zum Beispiel Mohamed Simankan oder auch Josep Gvardiol. Auch Willi Orban und Lukas Klostermann sind auf der Position einsetzbar. Insgesamt haben wir diesem Gerücht mal einen Daumen in die Mitte gegeben. Die Bild berichtet, dass Schalke 04 den nächsten ablösefreien Transfer mit Blick auf den wahrscheinlich bevorstehenden Abstieg in Liga 2 anpeilt. Es geht um einen Innenverteidiger, und zwar Hannover 96 Profi Timo Hübers. Das ist der junge Mann, der sich wissentlich als allererster überhaupt im Profifußball mit dem Coronavirus angesteckt hat. Er ist im Sommer ablösefrei, aber auch der HSV und Werder Bremen sollen interessiert sein. Das nächste Gerücht kommt von The National. Und zwar geht es um Leeds-Keeper Ilian Meslier, der bei PSG auf dem Zettel stehen soll. Bei Leeds spielte eine bärenstarke Saison und konnte schon 9 Mal zu 0 das Feld verlassen. Der 21-Jährige könnte zur neuen Saison schon Keylor Navas ablösen. Aber es gibt auch weitere Kandidaten auf die Nachfolge bei PSG, unter anderem Hugo Lloris und David De Gea. Und nochmal Leeds. Laut Football Insider arbeitet der Club von Marcelo Bielsa, dem Trainer, an einer Verpflichtung von Sevillas Lucas Ocampos. Der Argentinier steht noch bis 2024 bei den Spaniern unter Vertrag, aber genau dieser Kontrakt beinhaltet eine Ausstiegsklausel in Höhe von 72 Millionen Euro. Aufgrund der Corona-Krise denkbar, dass Sevilla auch zu einem günstigeren Tarif gesprächsbereit wäre. Der FC Chelsea arbeitet offenbar an einer Rückkehr von Romelu Lukaku, zumindest wenn man einem Bericht des Telegraph Glauben schenkt. Der Stürmer soll zurück nach London, falls ein Transfer von Erling Haaland, dem Transferziel Nummer 1 von so vielen Vereinen, nicht klappt. Seit 2019 ist Lukaku ja bei Inter, hat auch noch Vertrag bis 2024, und laut Daily Star hören sich die Italiener Angebote für Lukaku nur dann an, sollten sie für den Sommer Kun Agüero verpflichten können, der ja bei Manchester City nicht verlängern wird.
Der FC Bayern sucht schon länger eine Verstärkung fürs zentrale Mittelfeld und ein möglicher Kandidat könnte in Italien gefunden worden sein. Es geht um den Uruguayer Rodrigo Bentancur von Juventus Turin. Nicht sonderlich torgefährlich ist dieser. In der Serie A 23 Partien, kein Treffer, 3 Torvorlagen. Trotzdem sollen die Bayern laut einem Bericht von Tuttosport an ihm dran sein. So, und in dem gleichen Bericht wird noch eine ganz wilde Möglichkeit im gleichen Atemzug genannt. Denn Juventus Turin soll im Gegenzug verlangen, dass man Leon Goretzka verpflichtet fürs zentrale Mittelfeld. Da ist uns doch so ein bisschen die Kinnlade runtergefallen. Da haben wir die Ohren gespitzt, haben gesagt, kann das überhaupt möglich sein? Wir haben versucht, ein paar Argumente dafür zu finden. Vielleicht ist das die stockende Vertragsverhandlung mit Goretzka. Vielleicht möchte man einen Fall Alaba, der ja ablösefrei im Sommer wechseln wird, bei den Bayern verhindern. Aber wir können es uns unterm Strich überhaupt nicht vorstellen. Einer der besten deutschen zentralen Mittelfeldspieler, für den wird man auf jeden Fall alles in die Waagschale schmeißen. Deswegen sagen wir mal, der Daumen geht nach unten. Wir sind aber auch gespannt, was eure Meinung zu diesem wilden Gerücht von Tuttosport ist. Und laut Evening Standard sind die Bayern auch einer von 3 Interessenten für diesen jungen Mann. Noni Madueke, der ist 19, spielt auf der rechten offensiven Außenbahn und zwar bei der PSV Eindhoven. Dort noch bis 2024 unter Vertrag, Marktwert bei 14 Millionen Euro. Er ist Engländer, dementsprechend werden auch Leeds United und Crystal Palace gute Chancen ausgerechnet. Aber wie gesagt, auch die Bayern wurden als Interessent genannt. Und nochmal der deutsche Rekordmeister. Da hat ein Interview-Schnipsel von Thomas Müller für Aufsehen gesorgt. Und zwar sagte er der Times, ich bin nicht auf den FC Bayern fixiert. In dem Interview gab er auch bekannt, dass er sich einen Wechsel jetzt im Herbst seiner Karriere durchaus nochmal vorstellen könnte. Dabei dachten wir ja schon, das Thema sei vom Tisch. In der Ära Kovac war Müller ja schon mal kurz vor einem Abgang, wurde dann aber wichtiger denn je für die Bayern und am Ende blieb er dem Rekordmeister erhalten. Mal schauen, was jetzt im Sommer passiert. Und wir geben die Frage natürlich an euch weiter. Könnt ihr euch Thomas Müller überhaupt in einem anderen Trikot als in dem des FC Bayern vorstellen? Schreibt gern eure Meinung in die Kommentare, auch wo ihr ihn euch sonst vorstellen könntet. Thomas Müller, einer der vereinstreuesten Spieler Europas und wir zeigen euch passend dazu die Top 5 in der Bundesliga in unserer Statistik des Tages. Borussia Mönchengladbach auf 5 vertreten mit Patrick Herrmann, schon seit über 11 Jahren. Bei den Fohlen. Lars Bender hört auf im Sommer mit 31 Jahren, seit 11 Jahren bei Bayer Leverkusen und auf 3 haben wir dann eben Thomas Müller seit 11 Jahren, 8 Monaten und heute 27 Tagen bei den Bayern. Genauso lange ist Toni Janschke bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag. Und auf der 1, da folgt nur noch Marcel Schmelzer, der mittlerweile 33-Jährige beim BVB. 12 Jahre, 8 Monate und 27 Tage. Sein Vertrag läuft im Sommer aus und eventuell ja auch Thomas Müllers Zeit beim FC Bayern abgelaufen. Hier nochmal die Top 5 in der Übersicht. Ja, apropos das Ende einer Ära. Kun Agüero und Manchester City, das passte richtig gut zusammen. Jetzt ist aber klar, der auslaufende Vertrag im Sommer, der wird nicht verlängert. Agüero verlässt die Citizens nach 10 Jahren und möchte weitermachen. Eine neue Etappe seiner Karriere beginnen. Insgesamt 384 Spiele und unglaubliche 257 Tore. Er ist bei Manchester City der erfolgreichste Stürmer der Vereinsgeschichte. Rafinha kehrt nach Brasilien zurück. Sein Transfer ist perfekt und zwar geht er zu Grêmio Porto Alegre. Zuletzt hatte er ja seinen Vertrag bei Olympiakos Piräus aufgelöst. Olympiakos treu bleibt hingegen ein anderer alter Bekannter. Mathieu Valbuena hat für ein weiteres Jahr bei den Griechen unterschrieben. Seit 2019 kommt er auf starke 31 Assists für Piräus. Und eine wichtige Personalentscheidung bei Borussia Dortmund haben wir auch noch zu verkünden. Hans-Joachim Watzke bleibt den Schwarz-Gelben erhalten und mit ihm seine beiden Geschäftsführerkollegen Tress und Kramer. Gerade jetzt in stürmischen Corona-Zeiten wollte man auf diesen Posten für Kontinuität sorgen. Was haben Didier Drogba,
Samuel Eto'o oder auch Paolo Maldini gemeinsam. Richtig, sie alle haben eine legendäre Icon-Karte im FIFA Ultimate Team, aber sie sind auch Väter von Söhnen, die gerade richtig im Kommen sind in Sachen Fußball und über die durchaus gesprochen wird. Zum Beispiel hier dieses Vater-Sohn-Duo, Didier Drogba, in seiner Karriere 686 Spiele und 300 Tore, der Rekordtorschütze der ivorischen Nationalmannschaft, zweimal Afrikas Fußballer des Jahres und viermal englischer Meister und daneben sein Sohn Isaac. Und zwar geht mit dem die Geschichte von Drogba von Neuem los. Vor wenigen Tagen erst erzielte er sein erstes Tor im Profibereich. Er ist ebenfalls Mittelstürmer und aktuell in der Serie D in Italien bei Caratese im Einsatz. Mit seinen 20 Jahren hat er natürlich noch ein bisschen was vor sich, aber auf jeden Fall einen großen Namen hinten auf dem Trikot. Als nächstes kommen wir zu einem der besten rumänischen Fußballer aller Zeiten, der von Pelé auf die FIFA Top 100 Liste gesetzt wurde. Und zwar George Hagi hat den UEFA Cup mit Galatasaray im Jahr 2000 gewonnen und spielte 2 Jahre für Real Madrid und 5 für den großen Rivalen FC Barcelona. Ja, und sein Sohn Yannis, der ist auch lange kein Unbekannter mehr. Weckt gerade mit seinen Leistungen in der laufenden Saison das Interesse von den großen Clubs. Er ist Allrounder im offensiven Mittelfeld. Sein Marktwert beträgt jetzt schon 6 Millionen Euro und er ist ja in der laufenden Saison auch schon, das steht fest, mit den Glasgow Rangers schottischer Meister geworden. Spielt auch in der rumänischen Nationalmannschaft eine wichtige Rolle. Mit 22 Jahren schon 183 Spiele, 44 Tore, 35 Assists. Das ist auf jeden Fall einer, der in die Fußstapfen seines berühmten Vaters tritt. Weiter geht es mit einem der besten afrikanischen Spieler aller Zeiten, Samuel Eto'o, der ja unter anderem beim FC Barcelona sehr erfolgreich war und auch bei Inter Mailand für Furore gesorgt hat. Ihm gelang etwas ganz Besonderes, nämlich wurde er 2-mal am Stück Trippelsieger, erst mit Barcelona 2009 und mit Inter dann 2010, 4-mal insgesamt die Champions League gewonnen und auch ebenso oft Afrikas Fußballer des Jahres. Und auch sein Sohn möchte so werden wie Papa, denn er ist auch Mittelstürmer, stammt aus der Jugend von RCD Mallorca, Etienne Eto'o, aber bisher noch kein Profi-Einsatz. Und übrigens der Cousin von Etienne Eto'o, das ist Ulrich Baffo, der spielt beim VfL Osnabrück. Hier nochmal ein paar Daten, 18 Jahre jung und aktueller Verein, das ist Real Oviedo. Wir gehen weiter nach Italien, wo seit einem knappen halben Jahrhundert ein Familienname für Furore sorgt. Und zwar die Familie Maldini. Schon Großvater Cesare spielte bei Milan. Auch Paolo, eine der größten Milan-Legenden überhaupt. 7-mal italienischer Meister, 5-mal die Champions League. Und er ist ganz nebenbei auch der Spieler mit der längsten Einsatzdauer bei Fußball-Weltmeisterschaften, nämlich 2217 absolvierten Minuten. Ja, und sein Sohn Daniel, der bricht mit einer Familientradition, denn er spielt ganz im Gegensatz zu seinem Großvater und seinem Vater im offensiven Mittelfeld. Die vorangegangenen Generationen waren eher fürs Grobe zuständig. Also ein echter Zehner, Daniel Maldini, 19 Jahre jung, spielt natürlich bei Milan, wie sollte es auch anders sein. Aktuell beträgt sein Marktwert 800.000 Euro. Er kam in dieser Saison auch schon zu Kurzeinsätzen mit insgesamt 294 Minuten und hat in der Karriere auch schon 80 Partien absolviert. Und der letzte im Bunde, das ist der Familienname Larsson. Vater Henrik sorgte vor allen Dingen in den Niederlanden und in Schottland für Furore und wurde auch 2-mal schwedischer Fußballer des Jahres. Henrik Larsson ist Rekordtorschütze des UEFA-Pokals bzw. der Europa League mit 40 Treffern und 5-facher Torschützenkönig der Scottish
Premier League. Sein Sohn Jordan Larsson, der steht bereits seit 2 Jahren bei Spartak Moskau unter Vertrag und macht mit seinen Leistungen und seinem großen Potenzial auf sich aufmerksam. Und da liegt das Toreschießen in der Familie. Er ist Mittelstürmer, genauso wie sein Vater, der wusste, wo das Tor stand. Und sein Marktwert beträgt auch immerhin schon 9 Millionen Euro. Diese Saison 22 Spiele, 12 Tore, 5 Vorlagen. Keine Frage, das ist ein guter Stürmer für Spartak Moskau mit einem sehr prominenten Nachnamen. Ja, und mit diesen schönen Vater-Sohn-Geschichten verabschieden wir uns von der aktuellen Folge von Transfermarkt TV. An der Stelle noch ein wichtiger Hinweis: Morgen gibt es hier ein Marktwert-Update der Bundesliga und auf unserem YouTube-Channel ein extra Video dazu. Solltet ihr auf keinen Fall verpassen, und ihr könnt auch schon heute gerne unter diesem Video mitdiskutieren. Ich habe an der Stelle noch 2 Videoempfehlungen für euch. Einmal könnt ihr hier unser Live-Video von gestern mit einer spannenden Diskussion schauen, oder aber ihr klickt hier unten, da gibt es die neue Folge von Beat the Pro mit Leonardo Bittencourt vom SV Werder Bremen. Dabei viel Spaß und bis ganz bald.